Na also, erst da der erste Schnee. Natürlich, der Winter kann auch nerven, wenn andauernder Schneefall den Verkehr ausbremst oder wieder einmal ein querstehender LKW oder ein Auto mit Sommerreifen den Weg versperrt. Dann zerrt das an unseren Nerven. Aber seien wir doch ehrlich, nach den Dauerregentagen und dem nicht enden wollenden Grau der vergangenen Wochen haben wir uns nach Winter gesehnt. Nach dem ersten Schnee, der am Wochenende die Landschaft in ein weißes Kleid gehüllt hat. Da sieht die Welt gleich ganz anders aus. Viel heller und freundlicher. Der Wald, der bis vor wenigen Tagen noch wenig anziehend wirkte, weil man bis zum Knöchel im Matsch zu versinken drohte, zieht uns plötzlich wieder an. Für eine erste Wanderung, eine erste Schlittenfahrt, den ersten Schneemann, die erste Schneeballschlacht, die ersten Meter auf den Skiern. Der Schnee wandelt das Grau in strahlendes Weiß, dämpft den Lärm des Alltags, zwingt uns dazu, unser Tempo anzupassen. Mag sein, dass der Zauber in einigen Tagen schon wieder vorbei ist. Die Winter im Thüringer Wald sind nicht mehr so verlässlich wie noch vor 30 oder 40 Jahren. Darauf müssen wir uns einfach einstellen.